Geht es dir gut, Papa? Ja, ich fühle mich großartig. Wirklich? Ja, so lebendig wie noch nie. Lasst euren Vater sich etwas ausruhen, Kinder. Er hat viel durchgemacht. Danke, Liebling. Wo bin ich? Und warum habe ich nur eine Unterhose an? Kommst du ins Bett, Schatz? Es ist schon spät. Ja, gleich. Ich muss mich noch kurz um etwas kümmern. Was denn? Es ist fast Mitternacht. Ich muss den Müll rausbringen. Zwei Säcke, um genau zu sein. Okay, aber bitte sag den Kindern gute Nacht. Das haben sie sich gewünscht. Okay, das mache ich. Hey, antworte mir, ist das hier ein Traum? Du bist ja noch dümmer, als ich dachte. Das ist kein Traum. Du bist in deinem Kopf. Und wie komme ich hier raus? Gar nicht. Gute Nacht, mein Schatz. Ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, Papa. Okay, ich muss jetzt gehen. Machst du mir morgen Pfannkuchen? Nein, ich habe zu tun. Du bist ekelhaft. Ich gehe jetzt. Hey, das ist nicht ekelhaft. Lisa pupst immer vor dem Schlafengehen. Gute Nacht, mein Sohn. Gute Nacht, Papa. Ich brauche mal deine Hilfe. Können wir das morgen machen? Ich habe es eilig. Ja, okay, bis morgen. Warum hilft der Typ Samuel nicht? Was ist hier los? Ich weiß es nicht genau. Warum nicht? Du bist doch das Genie hier. Hahaha, der war gut. Als erstes kümmere ich mich um Bob. Danach ist dieser Arzt dran. Sie werden für alles bezahlen. Hey Selina, ich gehe jetzt nach Hause. Okay, gute Nacht, Bob. Schönen Feierabend. Ich wollte ihn noch etwas fragen. Ja, was gibt's? Wollen wir vielleicht mal zusammen einen Donut essen? Ist das ein Date? Ja, wir gehen in den besten Donutladen der Stadt. Ja, okay, warum nicht? Ernsthaft? Ich hätte nicht gedacht, dass du ja sagst. Ich auch nicht, aber hier sind wir. Okay, ich hole dich morgen um 8 ab. Endlich bekomme ich meine Rache. Bob hat keine Ahnung, was ihn erwartet. Und dieser Arzt erst recht nicht. Was hat der Typ vor? Er ist auf jeden Fall sauer, das kann ich spüren. Wieso hat er Kontrolle über meinen Körper? Keine Ahnung, was der Typ anstellt. Weil er das Herz kontrolliert. Ich bin nur das Gehirn. Ich muss auf das Herz hören. Hallo, ich glaube, ich bin krank. Ja, natürlich. Dr. Thorsten ist noch im Dienst. Thorsten, hier ist ein Patient für dich. Er braucht deine Hilfe. Wo steckt er schon wieder? Bin gleich wieder da. Okay, es hat keine Eile. Das ist der beste Tag meines Lebens. Mein Traum ist endlich wahr geworden. Hey, Thorsten, wach auf. Du sollst aufwachen, verdammt nochmal. Ah. Was machen Sie da? Ich mache nur kurz ein Nickerchen. Das Bett ist für die Patienten, nicht für Sie. Warum haben Sie mich aufgeweckt? Da ist ein Typ mit Husten. Er braucht Ihre Hilfe. Ich hätte schön als Chirurg werden sollen. Hier ist Bobs Haus. Endlich kann ich mich rächen. Oh mein Gott, ich glaube, er will den Typ umlegen. Ja, da kann man nichts machen. Doch, wir müssen etwas unternehmen. Warum widersprichst du mir immer? Wenn der Typ das macht, dann kommen wir ins Gefängnis. Du musst mit dem Herz sprechen. Es kontrolliert alles hier. Wo finde ich das Herz? Ganz da hinten. Du musst aber erst an der Lunge vorbei. Hey Samuel, bist du noch wach? Ja, wieso? Er hat sich über meinen Pups beschwert. Das macht er sonst nie. Ja, ich fand ihn auch komisch. Wir können einen Test machen, ob er komplett durchgedreht ist. Wer ist das? Ja, hallo? Papa, kann ich ein neues Handy haben? Ja klar, alles was du willst. Okay, ich nehme ein iPhone 15. Okay, bis später. Oh mein Gott, das ist nicht Papa. Mama, du wirst nicht glauben, was heute passiert ist. Gibt es wieder Rabatt im Donutladen? Nein, viel besser. Selina und ich gehen morgen auf ein Date. Das ist ja toll. Ich bin so stolz auf dich, Bob. Danke, Mamsi. Endlich bekomme ich Enkelkinder. Ich werde das nicht zulassen. Das Herz muss damit aufhören. Viel Glück dabei, du wirst es brauchen. Samuel, hörst du mich? Samuel, wach auf! Döner mit Käse.
Wo gibt es Döner mit Käse? Wir müssen sofort zu Papa. Warum denn? Ich will schlafen. Er ist nicht er selbst. Ich bin mir sicher. Jetzt bist du dran, Bob. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Bügel schon mal mein bestes Hemd, Mama. Ich muss mich auf mein Date vorbereiten. Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Ich wollte Selina schon seit Jahren fragen. Bob, mein Schatz, Essen ist fertig. Ich kann jetzt nicht, Mama. Ich muss mich auf mein Date vorbereiten. Im Internet gibt es bestimmt ein paar gute Sprüche. Der hier ist gut. Wenn Schönheit ein Verbrechen wäre, müsstest du lebenslänglich im Gefängnis sitzen. Psst. Was war das? Ich muss schnell das Herz finden, bevor der Typ noch mehr Unsinn anstellt. Da vorne ist die Lunge. Ich bin auf dem richtigen Weg. Also, was machen wir nochmal? Wir finden heraus, was mit Papa nicht stimmt. Können wir das nicht morgen machen? Nein, ich habe ein schlechtes Bauchgefühl. Vielleicht musst du mal auf Toilette. Nein, das ist es nicht. Komm jetzt. Ja, okay. Ist noch einer. Du bist heißer als die Polizei erlaubt. Psst. Schon wieder dieses Geräusch. Was ist da unter meinem Bett? Wer bist du? Und was machst du in meinem Zimmer? Hey Mann, bist du die Lunge? Wer will das wissen? Ich, oder ist sonst noch jemand hier? Verzieh dich, hab zu tun. Warum bist du so gestresst? Ich arbeite 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Natürlich bin ich gestresst. Erkennst du mich nicht, Bob? Nein, kennen wir uns? Schau in meine Augen. Nein, kennen wir uns? Oh mein Gott, Hugo, bist du es? Richtig erkannt. Wie kann das sein? Du warst doch... Tot? Ja, aber nicht lange, wie ich es dir gesagt habe. Bitte tu meiner Mamsi nicht weh. Du bist ja immer noch am Arbeiten. Ja, sonst bekommen wir keine Luft. Ich hasse meinen Job. Etwas Urlaub würde dir gut tun. Das wäre so schön. Ich könnte mich endlich mal etwas entspannen. Einfach abchillen. Mach doch einfach mal kurz eine Pause. Vielleicht hast du recht, nur für ein paar Minuten. Irgendwelche letzten Worte, Bob? Sag meiner Mamsi, dass ich sie liebe. Ganz wie du willst. Mach schon, bring wir's hinter uns. Was ist hier los? Ich bekomme keine Luft. Hey, was soll das? Wir brauchen Sauerstoff. Was machst du da, Lunge? Entspann dich mal. Ich hab mich nur kurz ausgeruht. Fang endlich wieder an zu arbeiten. Du wirst nicht fürs Rumsitzen bezahlt. Ich werd gar nicht bezahlt, du Idiot. Es geht wieder. Wo ist dieser Bulle? Wie lange brauchen wir noch, Lisa? Wir sind gleich da. Ich will einfach nur schlafen. Heul nicht so viel. Wir haben es gleich geschafft. Das darf nicht wahr sein. Hugo ist wieder da. Da bist du ja. Bitte tu das nicht, Hugo. Das war alles nicht so gemeint. Steig jetzt sofort in das Auto oder ich zwinge dich dazu. Wo fahren wir hin? Das siehst du gleich. Das war Papas Auto, oder? Ja, sah ganz danach aus. Wo will er hin? Keine Ahnung, aber wir müssen ihn verfolgen. Sag mal, wo finde ich das Herz? Das ist gleich da vorne, aber du musst erst am Darm vorbei. Okay, vielen Dank. Und denk dran, immer tief durchatmen. Soll das lustig sein? Verzieh dich und fang ja nicht an zu rauchen. Wo fahren wir jetzt hin? Wir besuchen einen Freund von dir. Gehen wir zu Robert? Nein, wir fahren ins Krankenhaus. Was hast du vor? Du Monster, das siehst du gleich. Da vorne ist das Krankenhaus. Was wollen die da? Hallo, du bist der Darm, oder? Ja, was willst du? Wo ist denn das Herz? Ich muss etwas klären. Kannst doch mal Gemüse essen. Ja, mache ich, versprochen. Sonst gibt es nur Burger und Pizza. Darauf habe ich echt keinen Bock mehr. Sag mir den Weg zum Herz, dann gibt es Gemüse. Das Herz ist da hinten. An der Leber vorbei und dann rechts. Was machen wir jetzt? Du wartest hier. Ich muss nur kurz jemanden abholen. Hallo Doktor. Mir geht es gar nicht gut. Was haben Sie denn? Können Sie mich krank schreiben, bitte? Ja, aber was haben Sie? Ich habe Kopfschmerzen. Sicher? Da sieht alles normal aus. Hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, ich will mit Dr. Thorsten sprechen, bitte. Kennen Sie ihn? Ja, ich habe ein Geschenk für ihn.
Ich brauche eine Krankschreibung für 2 Wochen, bitte. Ich habe die Flüge nach Spanien schon gebucht. Okay, ich schreibe deinen Attest. Danke, und ich habe so einen Ausschlag. Können Sie sich den kurz anschauen? Thorsten, komm mal her. Hey, bist du die Leber? Was war das für ein Skandal letzte Woche? Was meinst du? Du weißt genau, was ich meine. Wegen dir musste ich das ganze Wochenende lang arbeiten. Ach so, ja, sorry. Das war Franks Geburtstag. Kennen wir uns? Nein, aber herzlichen Glückwunsch. Wofür denn? Sie haben die Reise auf die Malediven gewonnen. Echt jetzt? Ja, kommen Sie mit. Ich fahre Sie direkt zum Flughafen. Cool, danke. Aber du hast doch heute Nachtdienst. Nein, ich kündige. Fahren wir jetzt gleich zum Flughafen? Ja, wir sollten keine Zeit verlieren. Okay, ich habe sowieso eine Badehose an. Mist, wir haben ihn schon wieder verpasst. Ja, aber wir waren echt nah dran. Wir müssen einen Zahn zulegen, Samuel. Nur so schaffen wir es. Fliegen Sie auch auf die Malediven? Ich hoffe schon. Hey, du hast die Ausfahrt zum Flughafen verpasst. Wir nehmen heute eine Abkürzung. Ich will zum Herzen. Nein, dahin darfst du nicht. Warum nicht? Weil ich es sage. Hier ist eine Abkürzung zum Flughafen? Ja, einfach in die Höhle gehen. Okay, wenn du das sagst. Was machen die in der Höhle? Schauen wir nach. Ich dachte, wir fliegen auf die Malediven. Falsch gedacht. Ihr werdet jetzt für alles bezahlen. Du lässt mich jetzt sofort durch. Nein, niemals. Irgendwelche letzten Worte? Ich lieb dich, Mamsi. Ich will ein Lambo. Papa, was machst du da? Ihr seid mir gefolgt? Na gut, da müsst ihr eben auch dran glauben. Oh mein Gott, Lisa, nimm das, Leber. Aua. Was war das? Du bist als nächstes dran, Herz. Lass meine Familie in Ruhe, du blödes Ding. Das ist für dich. Aua, mein Herz, das tut weh. Papa, geht es dir gut? Ja, wieso? Kann ich ein neues Handy haben? Spinnst du? Auf keinen Fall. Ja, er ist wieder ganz der Alte. Frage an euch. Wohin fliegt der Patient? A nach Italien, B nach Griechenland oder C nach Spanien? Schreib einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.